Musikschulen-News TV des Verbandes Deutscher Musikschulen von der Frankfurter Musikmesse 2015. Wir berichten über Neuerscheinungen und Aktivitäten unserer fördernden Mitglieder. Und ich bin jetzt bei Stretta. Bei mir ist Herr Johann van Slageren. Ja, vielen Dank. Also wir sind ein Musikverlag und Musikalienhandel in Eisingen bei Würzburg und wir hatten eine Idee, einen Wettbewerb für Jugendliche auf die Beine zu setzen und zwar online. Wir fangen da jetzt am Montag mit an und das läuft über den Sommer. Es sind ja 9 Kategorien, zum Beispiel für Flöte, Saxophon, Klavier, Orgel, Gesang, Chor, Gitarre. Ich habe sie nicht alle aufgezählt, aber das kann man online sehen unter strettamusic.com/contest. Und da sind alle Stücke kostenlos zum Runterladen. Das heißt, es sind neue Kompositionen in 2 Kategorien. Es gibt ein Preisgeld am Ende von 10.000 Euro, was verteilt wird über alle Kategorien natürlich. Also nicht einer, der 10.000 bekommt und der Rest nichts. Aber so, und die Stücke werden dann bewertet von den Komponisten selber. Die Stücke sind neu, die wurden noch nie gespielt. Das ist ja auch der Krux, damit man keine Beispiele hat. Und es sind keine dynamischen Zeichen, es gibt keine Tempoangabe. Man muss selber kreativ werden und daraus was Gescheites machen. Man kann dann das aufnehmen auf Video und bei uns hochladen auf der Homepage. Und falls ihr noch minderjährig seid, dann brauchen wir eine Genehmigung von den Eltern. Aber da steht ja alles auf der Website, wie das funktioniert. Und dann drücken wir die Daumen, dass es klappt. Wir haben dann im Oktober die Auswertung. Und da, wie gesagt, sind dann die Juroren die Komponisten selber und dann werdet ihr benachrichtigt. Also ich sag mal toi 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 und hoffentlich bis bald.